Der hohe Norden Europas. Im Sommer herrscht hier die Sonne. Doch die Winter sind lang und dunkel. Es ist ein Leben der radikalen Wechsel, hier zwischen Nordpol und Polarkreis. Pflanzen und Tiere trotzen jedoch der monatelangen Dunkelheit und den extremen Temperaturen. Manche sind gerade jetzt im Winter in ihrem Element. Tödliche Gefahren und eisige Schönheit liegen nah beieinander in der Polarnacht. Der Herbst beginnt, wenn Tag und Nacht gleich lang sind. Im hohen Norden Europas steht die Sonne dann schon tief am Himmel. Die Schatten werden immer länger und die Tage ab jetzt kürzer. Doch bevor es ganz dunkel wird über dem Polarkreis, präsentiert die Natur das Ergebnis langer Sommertage. Für die Tiere des Waldes kommt die Nahrungsfülle zur richtigen Zeit. Die Bärenmutter braucht jetzt viele Kalorien, um ihre Kleinen mit Milch zu versorgen. Und sie muss noch ordentlich draufpacken, damit die Fettreserven auch reichen für die kommende Winterruhe. Unaufhörlich frisst sie und legt nun bis zu 3 Kilogramm am Tag zu. Eifrig tun es die Kleinen ihr nach und lernen so, selbstständig Futter zu finden. Sie halten sich eng an die Mutter, denn unter ihrem Schutz sind sie sicher. Noch ein paar Wochen haben sie Zeit zum Fressen, dann wird sich die Familie zur Winterruhe in ihre Höhle zurückziehen. Ende September werden die Sonnenstunden immer weniger. Der Herbst ist kurz in der Arktis. Die Rentiere haben auf ihren Sommerweiden gut gefuttert. Die Fülle des Herbstes muss jetzt den restlichen Winterspeck bringen. Bald wird die Witterung umschlagen. Und wenn sie hier nichts mehr zu fressen finden, müssen sie weiterziehen. Doch bislang ist der Tisch noch reichlich gedeckt. Auch die Seen Skandinaviens sind reich an Nahrung und bieten Singschwänen alles, was sie brauchen. Vor allem Wasserpflanzen, ihre bevorzugte Kost. Sobald der See jedoch zufriert, sind sie von der Nahrung abgeschnitten. Dann muss die Familie ihre Sommerresidenz verlassen. Wie alle Brutvögel der Arktis fliehen sie vor Kälte und Dunkelheit und überlassen die Winterwelt den Überlebensspezialisten. Anfang Oktober sinken die Temperaturen bereits bis an den Gefrierpunkt. Der Winter kommt schnell und früh im Polarland. Bei Temperaturen um die 0 Grad wird aus Regen Graupelschauer. Winzige Schneebälle als Vorboten des Winters. Immer mehr Wolkenfronten ziehen übers Land. Immer tiefer sinken die Temperaturen. Bald kommt der Schnee. Alles Leben scheint nun verschwunden. Es wird still
in den Wäldern. Die Braunbären halten Winterruhe. Etwa 7 Monate bleiben sie nun in ihren versteckten Höhlen. Sie sparen Energie, indem sie ihren Herzschlag und ihre Körpertemperatur senken. Und sie leben ausschließlich von ihren Fettreserven. So schaffen sie es, gut durch den harten nordischen Winter zu kommen. Ganz oben am Nordpol herrscht Mitte Oktober schon seit 4 Wochen Finsternis. Aber auch weiter südlich werden die Tage schnell kürzer. Nur etwa 8 Stunden scheint am Polarkreis jetzt noch die Sonne. Die goldenen Zeiten des Herbstes sind vorbei. Nun kommt die Zeit der großen Veränderungen. Auch für die Rentiere. Sie gehören dem Volk der Samen. Trotzdem leben sie die meiste Zeit wild. An ein Leben in Kälte und Dunkelheit sind sie bestens angepasst und finden selbst im kargen skandinavischen Winter noch genug, um durchzukommen. Allerdings müssen sie dafür wandern. Die verstreut lebenden Gruppen sammeln sich im November zu riesigen Herden. Irgendwann, wie auf ein heimliches Kommando, beginnt dann die große Wanderung zu den Winterweiden. Obwohl sie seit hunderten Jahren domestiziert sind, führt sie ein uralter Instinkt zusammen dorthin, wo es noch Futter gibt. Die extremen Wechsel der Jahreszeiten an den Polregionen der Erde werden von einem astronomischen Phänomen verursacht. Am Nordpol ist im Winter 6 Monate Nacht. Das kommt daher, dass die Erdachse schräg zur Sonne steht. Beim Umlauf der Erde um die Sonne wird deshalb mal der Norden und mal der Süden stärker beschienen. So entstehen die Jahreszeiten. Neigt sich die Erdachse von der Sonne weg, wird es im Norden Winter. Um den 21. Dezember liegt der ganze Polarkreis im Schatten. Neigt sich die Erdachse jedoch zur Sonne hin, wird es Sommer auf der Nordhalbkugel. Um den 21. Juni ist das ganze Polarland taghell. Danach wandert der Nachtschatten wieder stetig Richtung Nordpol und verdunkelt um den 21. Dezember wieder den ganzen Polarkreis. Das ist der Höhepunkt der Polarnacht. Direkt am Nordpol ist die Sonne dann ein halbes Jahr lang weg. In Nordnorwegen, am Polarkreis, verschwindet sie nur für einen Tag, bevor sie knapp über dem Horizont wieder auftaucht. Doch auch ihre indirekten Strahlen erhellen das Firmament und bescheren jedem Tag für kurze Zeit ein wenig Dämmerlicht. In den nächsten Wochen und Monaten beherrschen Zwielicht und Dunkelheit den hohen Norden. Die Nächte sind sehr lang und so treten nun die Nordpolarlichter deutlich hervor. Es ist nicht immer nur finstere Nacht, wenn die Sonne weg ist.
In klaren Nächten spendet der Mond genügend Licht für Spezialisten. Wie beim Polarfuchs sind die Augen vieler Tiere besonders gut angepasst an die düsteren Verhältnisse. Sie besitzen große Pupillen und eine hochsensible Netzhaut. Auch die Augen der Rentiere sind äußerst empfindlich. Zudem ändert sich ihre Farbe von hellbraun im Sommer zu dunkelblau im Winter. Der Farbwechsel in den Augen bewirkt, dass sich das einfallende Licht auf mehr Sehzellen verteilt. Eine einzigartige Anpassung, die sonst von keinem anderen Säugetier bekannt ist. Es ist nicht nur düster, sondern auch klirrend kalt. Ohne die wärmende Kraft der Sonne sinken die Temperaturen nun dauerhaft auf unter minus 20 Grad. Zusammen mit eisigen Winden könnten die Bedingungen nicht lebensfeindlicher sein. Wie also schaffen es Tiere und Pflanzen, unbeschadet über die unwirtliche Zeit zu kommen? Das wichtigste Gebot ist nun, Wärme zu konservieren. Moschusochsen beherrschen das in Perfektion. Sie sind groß, haben kleine Ohren und kurze Beine. Deshalb ist ihre Körperoberfläche im Verhältnis zum Körpervolumen relativ klein. All das verhindert Wärmeverlust. Außerdem besitzen sie ein dichtes, langes Fell und ein Unterfell von bis zu 10 cm Dicke. Üppige Fettpolster wärmen zusätzlich. So können ihnen die Winterstürme kaum etwas anhaben. Rentiere sind an die extrem kalten Temperaturen ebenso gut angepasst. Auch ihnen wächst ein dickes Winterfell. Das Besondere, Rentierhaare sind innen hohl. So entsteht ein Luftpolster, das hervorragend gegen Kälte isoliert. Im Wärmebild wird sichtbar, dass das Fell kaum Wärme abstrahlt. Die Rentiernase ist ebenfalls außergewöhnlich. Eine besondere Struktur im Inneren bewirkt, dass sich die eingeatmete Luft auf Körpertemperatur erwärmt, bevor sie die Lungen erreicht. Und sie ist stark durchblutet. In der Wärmebilddarstellung wird das Rentier tatsächlich zu Rudolf mit der roten Nase. Die Beine dagegen sind kühl. Das Blut aus dem Körperinneren gibt seine Wärme an das kalte, von außen zurückfließende Blut ab. Dieser Kreislauf wirkt wie ein Wärmetauscher, der verhindert, dass die Beine einfrieren und der Körper auskühlt. So überstehen sie selbst Temperaturen bis zu minus 40 Grad. Das Landesinnere Nordskandinaviens ist in den Wintermonaten in eisiger Kälte erstarrt. An der Küste hingegen ist es erstaunlich mild. Der Golfstrom sorgt dafür, dass die Fjorde Norwegens das ganze Jahr über eisfrei bleiben. Das Meerwasser hat selten weniger als 4 Grad plus. Es ist zu warm, um zu gefrieren. Egal, wie kalt die Umgebungstemperatur auch sein mag. Dank der milden Meeresströmung gibt es selbst im hohen Norden eine außergewöhnliche Artenvielfalt. Vögel der Hochsee sammeln sich in den geschützten Buchten. Meerstrandläufer ziehen in großen Gruppen umher. Sie sind die einzigen Wartvögel, die den Winter auch nördlich des Polarkreises verbringen. Ihnen reichen die wenigen Dämmerstunden am Tag, um satt zu werden. Die Gewässer der nordnorwegischen Fjorde sind eine Nahrungskammer unvorstellbaren Reichtums.
Milliarden von Heringen überwintern hier. Norwegische Schwertwale folgen den riesigen Schwärmen. Im düsteren Winterlicht verstärken die Orcas ihre akustische Kommunikation, um sich zu orientieren und sich mit den anderen zu verständigen bei der Jagd. Einige treiben die Heringe nach oben. Dort lauert der Jäger der Gruppe. Der schlägt mit der Fluke immer wieder in den Schwarm hinein. Das betäubt die Fische, so dass sie leicht zu fressen sind. Und die ganze Familie wird satt. Auch wenn die Schwertwale auf ihren Raubzügen tonnenweise Heringe vertilgen, insgesamt erbeuten sie weniger als 1% des Bestandes. Der Golfstrom hält das Meer in Nordeuropa eisfrei bis über den Polarkreis hinauf. Allerdings nicht bis zur Inselgruppe Spitzbergens, die noch über 1000 Kilometer nördlich von Norwegen liegt. Hier dauert die Polarnacht fast 4 volle Monate. Die Bedingungen sind noch extremer als auf dem Festland. In dieser Jahreszeit ist der Eisbär in seinem Element. Kaum ein Tier ist so perfekt an seinen Lebensraum angepasst. Warmes Fell bedeckt nicht nur den Körper, sondern auch die Beine und die breiten Sohlen. Das sorgt dafür, dass er nicht im Schnee einsinkt. Eine dicke Speckschicht isoliert gegen Kälte. Selbst bei minus 40 Grad Celsius. Dieses Männchen ist auf der Suche nach Robben. Das gefrorene Meer an der Mündung von Spitzbergens Gletscher ist sein Jagdrevier. Der Eisbär hält keine Winterruhe. Im Gegenteil. Der Nordwinter weckt seine Lebensgeister. Und solange es genug Eis und Schnee gibt, bleibt er der König der Arktis. Die Polarnacht bringt nicht nur Kälte und Dunkelheit. Sie stellt auch die Bühne für ein sagenhaftes Naturphänomen. Nordlichter verzaubern den Nachthimmel. Das faszinierende Naturspektakel ist eine kosmische Erscheinung und wird erstaunlicherweise von der Sonne verursacht. Obwohl man sie nicht sieht, ist sie Voraussetzung für das Schauspiel der Polarlichter. Die Sonne schleudert ständig riesige Mengen geladener Teilchen ins All. Das sind die sogenannten Sonnenwinde. Wenn diese das Magnetfeld der Erde erreichen, kollidieren die Teilchen mit den Atomen der oberen Atmosphäre. Und die Himmelslichter sind geboren. Sobald es heller wird oder der Mond sich zeigt, verblassen die Nordlichter. Im Zwielicht der Polarnacht haben die Tiere nur wenig Zeit für die Futtersuche. Tarnung ist dabei ein weiterer Schlüssel zum Überleben. Dem Polarfuchs ist ein dichter weißer Winterpelz gewachsen. So ist er in der verschneiten Landschaft für seine Beute fast unsichtbar. Zum Schutz vor den Widrigkeiten des Wetters rollt er sich ein und wärmt seine Schnauze im Fell. Wird es besonders unwirtlich, verkriecht er sich in seine Höhle.
Auch die Schneehasen haben ihr Fell von braun auf weiß gewechselt und sind kaum mehr zu erkennen. Erst wenn sie sich bewegen, könnte der Polarfuchs sie sehen. Gefahr droht auch von oben. Aber der Steinadler hat nur wenig Zeit zum Jagen. Denn im Dämmerlicht können selbst seine Adleraugen die Beutetiere nur schwer entdecken. Alpenschneehühner sind nahezu perfekt getarnt. Selbst beim Fressen sind sie kaum von der Umgebung zu unterscheiden. Nicht immer begünstigt die Natur den Jäger. Wer jedoch nicht getarnt ist, lebt gefährlich. Und ein Berglemming wäre eine gute Beute. Doch er hat eine andere Strategie, um sich zu schützen. Berglemminge gehören zu den Tieren, die im Winter in Gängen unter dem Schnee leben. Die dicke Decke isoliert hervorragend und bietet guten Schutz vor Feinden. Während oben eisige Winterstürme toben, können die kleinen Nager unter dem Schnee ungestört Nahrung finden. Ende Dezember sind die helleren Dämmerungszeiten in Nordskandinavien immer noch sehr kurz. Die Nacht beherrscht weiterhin das Land. Und extremes Wetter. Die Rentiere suchen jetzt besonders die Bergregionen auf, in denen der Wind den Boden frei weht. Dort finden sie leichte Nahrung. Wie nur wenige Arktis-Spezialisten sind sie in der Lage, die schwer verdaulichen Flechten zu verwerten, die hier wachsen. Mit der kargen Kost können sie jedoch nicht ihren gesamten Energiebedarf im Winter decken. Sie fahren ihren Stoffwechsel massiv herunter. Und vor allen Dingen sind sie auf ihre Fettreserven angewiesen. Nur wer im Sommer gut gefressen hat, kann den langen Winter überstehen. Wer krank und schwach ist, hat keine guten Überlebenschancen. Kolkraben sind zwar keine Arktis-Spezialisten, dennoch leben sie auch nördlich des Polarkreises. Vor allem im Winter ernähren sie sich häufig von Aas. Daher kommt auch ihr schlechtes Image. Galgenvögel werden sie oft genannt. Kadaver finden sie im Winter genug. Denn nicht alle Tiere schaffen es durch die harte, kalte Jahreszeit. Bei eisigem Frost bleibt das Fleisch lange frisch. Ein Festmahl für die Kolkraben. Weitere Interessenten sind nicht erwünscht. Die Raben verteidigen ihren Besitz. Adler leben eigentlich von der Jagd. Aber bequemer ist es, wenn die Beute schon tot ist. Wenn nur die Raben nicht wären. In Ruhe fressen ist jedenfalls in dieser Gesellschaft nicht möglich. Ah!
Der Vielfraß ist ein gefürchteter Jäger. Die lange Düsternis während der Polarnacht ist für ihn von Vorteil, denn er kann gut im Dunkeln sehen. Er läuft fast geräuschlos. Und im hohen Schnee kann er sich schnell fortbewegen, ohne einzusinken. Denn seine Beine tragen ihn wie Schneeschuhe. Er lässt sich von den Raben nicht einschüchtern. Die Vögel sind unter Zeitdruck. Denn wenn es Nacht wird, können sie kaum etwas erkennen. Der Vielfraß hingegen frisst unaufhörlich. Und schon nach wenigen Tagen sind nur noch Haut und Knochen vom Kadaver übrig. Jetzt kann er ihn an einen ruhigeren Ort mitnehmen. Das extreme Leben zwischen Polartag und Polarnacht hat nicht nur im Tierreich besondere Anpassungen hervorgebracht. Laubbäume verbringen den Winter in einer langen Ruhephase. Sie werfen ihre Blätter ab und sammeln die Kraft in ihren Wurzeln. So verbrauchen sie nur wenig Wasser, denn ein gefrorener Boden ist fast so trocken wie eine Wüste. Das kahle Gestrüpp dient dem Schneehasen als Deckung und Nahrungsreservoir. Der Schnee ist jetzt wie ein Podest und mit ein wenig Anstrengung kommt auch ein kleiner Hase an die jungen Triebe ganz oben. Schneehasen sind genügsam. Die zarten Ästchen und die Rinde des Gestrüpps reichen ihnen, um über den Winter zu kommen. Bei Temperaturen unter 0 Grad stellen auch die Nadelbäume ihr Wachstum ein. Allerdings werfen sie ihre grünen Kleider nicht ab. Sie reduzieren den Wasserverbrauch auf andere Weise. Ihre Nadeln haben nämlich nur eine kleine Oberfläche. Sie sind zudem von einer dicken Wachsschicht umgeben und besitzen eine sehr feste Haut. Die Spaltöffnungen in den Nadeln sind versenkt, so dass sie kaum Wasser verdunsten. Und die Zuckerkonzentration in den Zellen steigt deutlich. So schafft sich der Baum sein eigenes Frostschutzmittel und friert im Winter nicht ein. Die diesjährigen Kieferntriebe bieten dem Elch auch jetzt noch Nahrung. Allerdings reicht die Energiezufuhr aus den Nadeln gerade mal aus, um die Verdauung aufrechtzuerhalten. Der Winter zehrt. Elche müssen oft weit wandern, um genügend und geeignetes Futter zu finden. Zugefrorene Flüsse sind für sie wie Straßen, die es ihnen leichter machen, große Gebiete zu durchstreifen. Wenn der Zenit der Polarnacht überschritten ist, werden die Dämmerungsphasen immer länger und heller. Das gilt auch für Varanger im Norden Norwegens. Mitte Januar ist hier die Sonne nur noch knapp unter dem Horizont. 6 Stunden dauert die Dämmerung, mit zauberhaften Farbspielen der Natur. Musik.
Wenn die Sonne dann zum ersten Mal auftaucht, erscheint sie nur kurz. Auch wenn sie jetzt täglich länger zum Vorschein kommt, bleibt sie doch oft hinter Wolken verborgen. Die Küste im Nordosten Norwegens ist berüchtigt für ihre eisigen Winterstürme. Der Varanger Fjord liegt jedoch geschützt. Und die Ausläufer des Golfstroms halten auch hier die See eisfrei. Eiderenten suchen hier hauptsächlich nach Muscheln. In der Brandungszone ist das wegen schlechter Sicht schwierig. Im angespülten Seetang finden sie jedoch Wasserinsekten und Schnecken. Und immer wieder schwimmen sie hinaus zu ihren Jagdgründen, wo sie nach Muscheln tauchen. Ende Januar steht die Sonne im Varanger Fjord schon mehrere Stunden über dem Horizont. Es ist immer noch bitterkalt. An sehr frostigen Tagen bildet sich über dem vom Golfstrom erwärmten Meer ein besonderer Nebel. Der sogenannte Seerauch entsteht nur bei extrem hohen Temperaturunterschieden zwischen der warmen Wasserfläche und der kalten Luft. Am Uferbereich schlägt sich die feuchte Luft nieder und gefriert in der Kälte sofort. Eine bizarre Schicht aus Frost verzaubert die Landschaft. Fragile Eiskristalle schmücken die Zweige und die Schneeoberfläche. Wie lange die weiße Pracht anhält, hängt vom Wetter ab. Und das ist hier im hohen Norden äußerst unberechenbar. In den geschützten Buchten und Häfen Varangers sind die Naturgewalten nicht ganz so extrem wie auf offener See. Das macht sie für Enten sehr attraktiv. Flaches, ruhiges Wasser. Das spart Energie bei der Futtersuche. Selbst die seltenen Prachteiderenten kommen gerne in die Häfen. Die Prachteiderenten verbringen den Sommer an den Küsten der Hocharktis und Nordsibiriens. Hier sind sie sozusagen im Winterurlaub. Für sie ist Nordnorwegen der warme Süden. Und Nahrung gibt es auch genug. Muscheln, Seeigel und Seesterne gibt es hier zuhauf. Möwen sind schlechte Jäger, aber äußerst schlau. Diese beobachtet die Enten und ihre erfolgreichen Beutezüge genau. Dann tritt sie in Aktion. Erschrecken ist eine Methode, den Enten etwas abzujagen. Doch wie gewonnen, so zerronnen. Unermüdlich bringen die Enten Seesterne nach oben.
begleitet von ebenso häufigen Attacken der Möwen. Zu guter Letzt gewinnen alle und profitieren vom Reichtum des Nordpolarmeers. Ende Februar ist die Sonne auf Waranger fast schon 9 Stunden zu sehen, auch wenn sie nur tief am Himmel steht. Spitzbergen liegt etwa 1000 Kilometer weiter nördlich. Hier kommt die Sonne erst Mitte Februar über den Horizont. Wenige Tage später scheint sie schon über 6 Stunden. Mit der Rückkehr der Sonne erwacht in den Eisbären der Instinkt zur Fortpflanzung. Das Männchen positioniert sich in der Nähe einer Familie. Er folgt der Bärenfamilie schon seit Tagen. Die Jungen sind zwar schon fast selbstständig, müssen aber noch viel lernen, um in der Arktis zu überleben. Mit ihrem exzellenten Geruchssinn folgen sie der Spur einer Robbe. Und üben schon mal, sie unterm Eis aufzuspüren. Ins Spiel vertieft entgeht ihnen, dass die Mutter weiterläuft. Das Männchen wittert seine Chance, das Weibchen für sich zu erobern. Nicht nur er verfolgt sie. Ihr Sendehalsband zeigt, dass ihre Bewegungen auch für die Wissenschaft von Interesse sind. Wenig später zeigt sich, er hat sie erfolgreich von ihrer Familie getrennt. Nun treibt er sie immer weiter die Berge hinauf. Dort ist die Eisbären-Hochzeitsbühne in Spitzbergen. Zu spät bemerken die Jungen, dass die Mutter weg ist. Sie können sie jedoch wittern und folgen ihrem Geruch in die Berge. Die Mutter ist noch nicht paarungsbereit. Das will er nicht wahrhaben. Sie wählt den schnellsten Weg nach unten. Er kann sie nicht mehr aufhalten. Und während sie wieder mit ihren Jungen vereint ist, bleibt ihm nur der frustrierte Rückzug. Ein herber Rückschlag. Aber er wird nicht aufgeben, bis er sein Ziel erreicht hat. Im März sind Tag und Nacht fast wieder gleich lang. Vom Polarkreis bis zum Nordpol kommt die Sonne mit Macht zurück. Trotz Schnee und Eis, die längere Helligkeit ist vor allem für Tiere der Startschuss in den Frühling. Bald sind die Küstenfelsen wieder reich bevölkert. Die 3 Zehenmöwen haben den Winter auf dem offenen Meer verbracht.
Jetzt im März kommen sie zum Brüten an Land. Die sichersten Nistplätze in der Mitte des Felsens sind heiß begehrt. Erbitterte Kämpfe brechen aus. Jeder will für sein Weibchen und den Nachwuchs nur das Beste. Die Schwierigkeit ist, den einmal eroberten Platz auch zu behalten. Nach Tagen der Auseinandersetzung sind die Fronten schließlich geklärt. Und die nächste Generation ist in Arbeit. Überall im Polarland bereiten sich nun Tiere und Pflanzen auf den Sommer vor. Ende März ist die Polarnacht dann endgültig vorbei. Die Sonne übernimmt die Herrschaft. Bald werden die Rentiere ihre Winterweiden verlassen. Die dunkle Zeit voller Entbehrungen haben die meisten überstanden. Der Schnee wird schmelzen und der Zauber der Winterwelt wird verblassen. Doch die Polarnacht wird zurückkehren. Bereits in 6 Monaten wird sie am Nordpol beginnen. Und sich über Europas hohen Norden legen.